Herzlich willkommen zum Video mit Spaß richtig gut lernen. Starte mit Mindmapping. Ich habe mir schon selber und auch gemeinsam mit anderen unzählige Mindmaps gemacht und wenn du es richtig anfängst, verspreche ich dir, dass du mit Mindmaps einen echten Turbo beim Lernen zünden kannst. Wie man Mindmaps am PC machen kann, zeige ich dir in einem anderen Video, das ich in der Videobeschreibung verlinkt habe. Jetzt einmal zum Aufbau einer Mindmap. Ich habe hier ein Beispiel einer Mindmap reingegeben. In der Mitte siehst du das sogenannte Hauptthema oder der Hauptbegriff. Das heißt, da steht dann das drinnen, worum es in dieser Mindmap geht. Und daran anschließend hast du die sogenannten Unterthemen oder auch die Oberbegriffe. Ich habe es hier durchnummeriert. Erstens mein Name, zweitens Wohnadresse und so weiter. Das heißt, eine Person stellt sich hier vor. In dem Fall würde ich mich vorstellen. Und das sind die Oberbegriffe. Und an diese Oberbegriffe schließen sich dann die sogenannten Unterbegriffe an. Das sind auch dann die sogenannten Tochterknoten. Tochterknoten sind immer die Knoten, die sich an andere anhängen, die danach kommen. Und Geschwisterknoten, versteht man, das sind die, die in der gleichen Hierarchieebene sind. Hierarchieebene klingt kompliziert, das heißt aber nichts anderes, als dass es auf der gleichen Ebene ist. Das heißt, erstens mein Name, zweitens Wohnadresse, drittens Kontakt und so weiter sind auf der gleichen Ebene. Und eine Ebene danach kommen dann eben diese Tochterknoten. Zum Beispiel Marvin Rathmeier, Marquardtstein und so weiter. Und was gehört noch zu einer Mindmap? Es gehören sogenannte Linien. Und man sagt auch Kanten dazu. Das sind hier diese Linien, die diese einzelnen Knoten, diese einzelnen Bestandteile, das sind die Knoten, miteinander verbinden. Ich habe hier oben einen sogenannten schwebenden Knoten. Das ist ein Knoten mit drei Wörtern. Es gibt beim Mindmapping so verschiedene Regeln. Manche sagen sogar, man soll einen Knoten ein einziges Wort, einen einzigen Begriff hineingeben. Das würde ich nicht wirklich empfehlen, da würde ich auch nicht sehr weit kommen. Ich würde mal so sagen, so maximal drei, vier Begriffe sollte man einfügen. Wenn du mehr Begriffe hineinfügen willst, dann solltest du dir das schon gut überlegen. Auf keinen Fall auf jeden Fall ganze Sätze verwenden. Ja, jetzt haben wir den Aufbau besprochen und da sieht man schon, dass man hier auch dann Bilder, verschiedene Farben und so weiter verwenden kann. Und wie du das mit dem Computer machen kannst, zeige ich dir in einem anderen Video. Du kannst das genauso gut natürlich auch mit der Hand machen, händisch machen. Mindmaps sollten übersichtlich sein. Und übersichtlich bedeutet natürlich auch, dass eine Mindmap erst einmal langsam wachsen muss. Das sieht man hier in diesem Abbild recht schön. Weil Mindmaps kann man nämlich mit einem Baum vergleichen. So wie ein kleiner Baum langsam zum Wachsen anfängt, die einzelnen Knoten, du weißt, das sind hier diese einzelnen Teile einer Mindmap, dazukommen. Umso mehr, umso größer wird dann diese Mindmap. Man kann auch Texte zusammenfassen, das werden wir dann gleich machen. Das soll ich diese Abbildung hier zeigen. Auf der rechten Seite werde ich dann gleich dir erklären, wie man mit Texten arbeiten kann und daraus dann Mindmaps machen kann. Und beim Vergleich von Mindmaps mit Büchern sehen wir schon einmal hier, wir haben hier einen Baum abgebildet und diese Stämme sind dann vergleichbar hier mit den Linien und Kanten, die dann von der Mitte ausgehend dann, das hier steht das Ich, das Hauptthema dann, zu den Oberbegriffen, dann weitergehen bis hin zu den Unterbegriffen. Das sieht man dann hier auch bei den Ästen. Über diese Linienkanten verzweigt sich dann alles, bis wir hier dann im kleinsten Detail am Rand stecken bleiben. Und das würde dann hier bedeuten bei der Mindmap, dass ich zum Beispiel als kleines Detail hier zum Beispiel anführen würde, dass jemand in der Sommerfeldstraße 14 zum Beispiel wohnt, in der Gemeinde Marquardtstein. Das heißt, in der Mitte beim Hauptthema ist es sehr allgemein. Das ist wirklich das ganze Thema und je weiter man nach außen geht in diesem Baum, in dieser Mindmap, umso genauer, umso detaillierter wird das Ganze. In der Mitte ist es allgemein, das allgemeine Thema und dann je weiter man nach außen geht, umso genauer wird das Ganze dann dargestellt. Und Übersichtlichkeit bedeutet dann natürlich, dass man, wenn man sich die Mindmap hier anschaut, wie ich das hier in dieser Abbildung hier dann habe, wenn man sich hier zum Beispiel diesen Elefanten dann anschaut, eine Mindmap mit Elefanten vergleichen würde, dann sollte man dann sich die gesamte Mindmap anschauen, um wirklich das gesamte Thema verstehen zu können. Und jetzt kommen wir zum nächsten Bereich. Es geht zum Weg zur Mindmap bei der Zusammenfassung eines Textes. Ich habe jetzt hier auf der rechten Seite einen Text hereingenommen und zu diesem Text habe ich dann diese Mindmap hier auf der linken Seite dann erstellt. Man liest sich als erstes einmal diesen Text durch. Der nächste Schritt ist dann, dass ich mir Oberbegriffe dann überlege, die ich dann in eine Mindmap einbauen kann. Manchmal kommen diese Oberbegriffe schon im Text vor, wie hier zum Beispiel mein Name. Name habe ich dann hier dann wirklich dann als Oberbegriff verwendet. Dann geht es weiter, ich wohne im kleinen Ort Marquardtstein in der Straße Sommerfeldstraße 14. Da habe ich noch nicht wirklich jetzt einen Oberbegriff gefunden. Wenn ich nämlich hier als Oberbegriff gleich Marquardtstein oder Sommerfeldstraße 14 einfügen würde, dann würde meine Mindmap nicht so übersichtlich sein. Deswegen habe ich hier mir einen eigenen Oberbegriff überlegt, bei dem ich dann diese Informationen Marquardtstein und so weiter dann zuordnen kann. Deswegen habe ich hier dann als Oberbegriff Wohnadresse verwendet. Und so geht es halt dann weiter.
dass ich mir dann zu den Informationen, die ich hier habe, Oberbegriffe überlege. Also zum Beispiel E-Mail-Adresse marvin-rathmeier@gtx.at könnte ich dann hier reingeben zum Oberbegriff Kontakt. Wenn ich dann meine Oberbegriffe gefunden habe, und da würde ich dir empfehlen, dass du maximal 8 Oberbegriffe dir aussuchst. Deswegen solltest du auch hier, wenn du das hier durchgehst, maximal 8 diese roten Farbe hier zum Beispiel unterstreichen. Das ist weiter unten, dass ich noch andere Farben verwende. Also maximal 8 Oberbegriffe. Jetzt geht es darum, weitere Begriffe zu finden, weitere Knoten zu finden, die man dann diesen Oberbegriffen zuordnen kann. Nämlich diese Unterbegriffe, diese Tochterknoten. Und da habe ich ja hier beim ersten Durchgang schon mir die Oberbegriffe überlegt. Name ordne ich hier zum Beispiel Marvin Rathmeier zu. Das wäre dann hier. Dann habe ich hier diesen Oberbegriff Wohnadresse mir überlegt und ordne hier dann Mark Weitstein zu und trage sie in meine Mindmap dann dementsprechend ein. Und so bekomme ich schon eine schöne Übersicht, wenn ich mir den Text zweimal durchlese. Zuerst einmal mir die Oberbegriffe überlegen und dann die Unterbegriffe. Und zum Schluss, wenn ich das gemacht habe, bin ich eigentlich schon mit meiner Mindmap fertig. Und hier habe ich dementsprechend dann auch schon meine fertige Mindmap mit all diesen Bestandteilen. Jetzt zum Schluss möchte ich dir noch eine Checkliste mitgeben für das Anfertigen von händischen Mindmaps, worauf du da achten solltest, wenn du die da zum Beispiel in der Schule, Uni oder wo auch immer abgeben möchtest. Als erstes sollte man den Familiennamen draufschreiben und die Klasse. Ich habe das hier auf der rechts oben gemacht, dass man dann auch, wenn man sie abgibt, auch dann gut wiederfinden kann. Dann, sie sollte gut lesbar sein, wenn du sie mit der Hand schreibst, wenn du vielleicht Druckbuchstaben oder keine allzu schöne Schrift hast. Dann ganz wichtig, Papier bitte im Querformat verwenden, da kannst du dann mehr unterbringen. Die meisten Mindmaps sind immer wirklich, da ziehen sich so ein bisschen links und rechts dann in die Länge, also Querformat wie angesagt. Dann, wenn du mit Farbstiften arbeitest, und das würde ich dir empfehlen, dann verwende vielleicht die, die du gut löschen kannst oder vielleicht färbest dann später erst dann ein. Und dann ganz wesentlich, Leserichtung ist die, wenn er meint, geht ihr mit dem Uhrzeigersinn durch. Ich habe sie auch nummeriert und das solltest du auch machen. 1, 2, 3, 4 so im Kreis, also wenn du mit Hilfe deiner Mindmap etwas erzählen wolltest, dann machst du das ja auch im Uhrzeigersinn. Du fangst mit meinem Namen an, Wohnadresse und so weiter. Und das solltest du dir auch dann überlegen. Du kannst ja nochmal ausrotieren und die Reihenfolge umstellen, aber im Uhrzeigersinn sollte man sie lesen können. Dass man sie nur nummerieren sollte, habe ich dir auch schon gesagt. Und dann solltest du auch in der Lage sein, all die Wörter, die Begriffe, die du hier verwendest, auch dann wirklich erklären zu können. Deswegen ein Tipp: Nimm mal die Mindmap und sag jemand anderen, er soll dir ein paar Begriffe aus deiner Mindmap suchen, er soll darauf hinzeigen und du sollst ihm dann einfach nur die Begriffe erklären. Und dann wirst du dir selber sicherer sein, ob du dich auch wirklich gut auskennst. Und das bedeutet natürlich auch, dass du dann klar und verständlich dann gearbeitet hast. Nächster Punkt ist dann, fasst du wirklich einen Text vollständig zusammen? Und da verwende einfach mal diese W-Fragen, wie, was, wer, wann, wo. Und da kannst du dann vielleicht noch weitere Details oder Begriffe finden, die vielleicht für dich wichtig sind. Dann die Rechtschreibung natürlich, das kennst du ja sowieso. Vor allem bei Fachbegriffen, schau, dass du das wirklich aus dem Buch oder aus dem Text richtig dann herausgeholt hast. Dann steht das Thema hier im Zentrum, das Hauptthema. Dann kann man sie auch optisch unterscheiden, diese einzelnen Hauptthemen, Oberbegriffe. Und du siehst es hier, ich habe hier unterschiedliche Schriftgrößen verwendet. Ich habe hier die Oberbegriffe größer geschrieben und die danach folgenden Tochterbegriffe, Unterbegriffe habe ich kleiner geschrieben. So findet man sich schneller zurecht. Dann habe ich vorhin schon darauf hingewiesen, dass du in diesen Knoten da maximal 4 Wörter verwenden solltest. Wenn es einmal 5 oder 6 sind, ist es nicht tragisch, aber schau wirklich, dass du weniger Wörter verwendest. Ich weiß, dass es schwer ist. Manchmal ist es leichter, Sätze einfach hineinzuschreiben, aber das bringt dann überhaupt nichts. Dann versuch dich an folgende Regel zu halten, verwende maximal 8 Oberbegriffe. Wenn du jetzt plötzlich 20 Oberbegriffe hättest, dann deutet es darauf hin, dass du dir nicht wirklich Mühe gemacht hast, dass du versucht hast herauszufinden, was wirklich wichtig ist. Und dann natürlich, in der Mitte sollte es allgemeiner sein. Und je weiter man nach außen geht, sollte es umso spezieller sein. Ich habe hier das Beispiel, Oberbegriff wäre zum Beispiel von der Mindmap dann ein Tier, danach würden Säugetiere kommen und ein Säugetier wird dann zum Beispiel ein Affe. Ein Affe würde dann ganz außen stehen hier. Und dann sollte man für jede Linie eines Astes, wenn möglich, eine eigene Farbe verwenden. Das macht es dann noch einmal übersichtlicher und du kannst dir die Mindmap dich dann besser zurechtfinden und dir selber dann auch mehr vorstellen, wenn du das dann gemacht hast. Ja, ich hoffe, dass du mit den Tipps gut umgehen kannst und dass es dir genauso viel Spaß macht wie mir und vielen meiner Schülerinnen und Schüler, die auch mit diesen Mindmaps arbeiten. Und wir sehen uns sicherlich wieder bei einem nächsten Video, vielleicht beim Video, wo du dann Mindmaps auch mit dem Computer machen kannst. Danke für deine Aufmerksamkeit.